Nur einmal einen ganzen Tag lang allein in einem Freizeitpark sein. Ganz ohne Wartezeiten und andere Parkbesuche. Für unseren Jungreporter Pauli war es ein wahr gewordener Traum. Wir haben mit ihm das Ikuna im oberösterreichischen Natternbach unter die Lupe genommen. Der Erlebnispark zeichnet sich durch eine sehr naturnahe Philosophie aus. Dreckig werden also erwünscht. Wie ausgestorben wirkt das 200.000 Quadratmeter große Areal des Ikuna Naturerlebnisparks in Natternbach am Tag vor der Saisoneröffnung. Während überall im Park noch die Handwerker die letzten Arbeiten erledigen, hat unser Parktester Pauli alle Hände voll zu tun, sämtliche Spielstationen ausgiebig zu testen. Und das ganz ohne Wartezeiten. Los geht's beim ersten Highlight der diesjährigen Saison. Über Gänge und Leitern gelangt man bis in den obersten Winkel der neu errichteten Burganlage und wird mit einem atemberaubenden Blick über die erweiterte Piratenbucht belohnt. Während unser junger Park-Sheriff den Asphalt der Go-Kart-Bahn zum Glühen bringt, werfen wir einen kurzen Blick hinter die Kulissen dieses außergewöhnlichen Erlebnisparks. Der Fokus im gesamten Ikuna Naturressort liegt auf dem Thema Natur, Naturspielerlebnis, auf dem Thema Motorik, Bewegung für die Kinder, sodass man mit der Natur verbunden auch die Spielerlebnisse wieder erlebbar für die Kinder macht. Das heißt, bei uns müssen die Kinder auch was tun, sie müssen sich bewegen, ob das Schaukeln, Rutschen, Spielen, Klettern ist, und in die Natur eingebettet, passt perfekt auch in unsere Gesamtphilosophie, alles mit ökologischem, nachhaltigem Ansatz zu verfolgen. Es gibt bei uns kaum etwas, was im digitalen Zeitalter zu finden wäre. Es ist wirklich noch Natur pur, aus Holz, aus Rutschen, aus Seilen, aus Klettern. Sie werden schmutzig, sie werden manchmal nass, und das macht genau den besonderen Reiz aus, weil viele Kinder das in der heutigen Zeit nur mehr selten erleben können. Hinter dem Ikuna Naturerlebnispark und dem Ikuna Hotelresort steht die Biogena Gruppe. Die Philosophie und ökologische Ausrichtung von Biogena wird auch hier umgesetzt. Sämtliche Bauten bestehen aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz. Die im Park angebotenen Lebensmittel werden regional produziert. Strom wird selbst erzeugt und die Fahrzeugflotte besteht aus Elektrofahrzeugen. Und mit einem dieser elektrisch betriebenen Gästetransporter begeben wir uns nun auf eine exklusive Fahrt durch den Park. Vorbei geht's zuerst an der 540 Meter langen Holzkugelbahn und am Skulpturenpark mit seinen überlebensgroßen mythologischen Gestalten der Keltenzeit. Das Jahr 2022 wartet mit einer Vielzahl an Neuerungen auf. Ab Ostern wird der vergrößerte Wasserspielplatz für das Publikum geöffnet. Im Laufe des zweiten Quartals folgen weitere Attraktionen. Etwa ein Hochseilgarten, die erweiterte Triple-Tubing-Bahn und eine knapp 500 Meter lange Mountain-Kart-Strecke. Aber auch die Nächtigungsmöglichkeiten im Ressort werden im Laufe dieses Jahres vervielfacht. Neben dem Hotel Tippidorf entstehen aktuell 10 Sternenhimmel-Chalets. Die Chalets sind zum einen natürlich ein optischer, absoluter Hingucker, weil es sie so kein zweites Mal gibt. Es sieht aus, als wären Holzscheite vom Himmel gefallen, in dreieckiger Form, in 14 Meter Höhe, mit einem Glasdach. Der Ansatz, den wir hier verfolgen, ist, eine andere Zielgruppe anzusprechen. Nach dem Selbstversorgerprinzip, Leute und Menschen, Familien, die eben das genießen wollen, dass sie diese Flexibilität genießen, Selbstversorgung sind, an keine Zeiten gezwungen sind und deshalb die Zeit auf diese Art und Weise hier genießen können. Das Ikuna Naturressort ist definitiv ein Ort, an dem es viel zu entdecken gibt. Egal ob auf dem weitläufigen Außenareal mit seinen über 90 Spielstationen oder im Indoor-Spielplatz. Auch unserem kleinen Parktester Pauli scheint der Tag sichtlich Spaß gemacht zu haben. Zu einem Interview konnten wir ihn allerdings nicht mehr bewegen. Wer so fleißig getestet hat, darf schon mal groggy ins Tippibett fallen. Na dann, gute Nacht!